Dein inneres Kind mit Lolita Rühle. Bringe dich in eine entspannte Sitzposition. Deine Wirbelsäule ist gerade. Die Schultern gehen locker und entspannt nach hinten und nach unten. Deine Hände liegen auf deinen Oberschenkeln auf. Daumen und Zeigefinger gehen zusammen. Damit gibst du die Information an das Gehirn: Ich will mich entspannen. Schließe deine Augen. Atme ein und aus. Mache tiefe, lange Atemzüge und nimm wahr, wie du mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst. Mit jeder Einatmung kommst du immer mehr bei dir an. Und mit jeder Ausatmung lasse alles los, was du jetzt nicht brauchst. Möchte ich, dass du im Geist dich als kleines Mädchen oder als kleinen Jungen siehst, das oder der du einmal warst. Atme ganz tief und bewusst. Lasse das kleine Kind in dir sichtbar werden. Und wenn du es nicht gleich sehen kannst, dann bitte es, dass es sich dir zeigt. Schau dir das kleine Mädchen, den kleinen Jungen, genauer an. Wie siehst du aus? Was hast du an? Hast du Schuhe an? Oder bist du eher barfuß? Und wenn du Schuhe trägst, wie sehen diese aus? Welche Farbe haben sie? Und wenn du weiter nach oben schaust, wie sieht deine Kleidung aus? Was hast du an? Wie sind deine Haare? Wie sind deine Haare? Wie alt bist du? Bist du drinnen oder draußen?
machst du gerade? Ist jemand bei dir? Oder bist du allein? Wie geht es dir gerade in dieser Situation, wo du gerade bist? Welche Gefühle nimmst du wahr? Spüre nach, ob du irgendwelche Gefühle wahrnehmen kannst. Sind die Gefühle, die du erfassen kannst, eher angenehm oder weniger angenehm? Lass alle Gefühle zu, die sich dir zeigen. Lass sie da sein. Erlaube dir, ganz bei dem kleinen Kind zu sein, was du einst warst, und fühle es ganz tief in dir. Lass alle Gefühle zu, die sich dir zeigen. Und jetzt möchte ich, dass du dein kleines Kind unter einem wunderschönen silbernen Sternenlicht stellst. Schau, wie es glitzert und funkelt. Und lass dieses wunderbare silberne Licht wie Wasser über deinen ganzen Kinderkörper fließen. Es fließt durch dich hindurch. Erfasst deinen gesamten Körper und fließt über alle deine Körperteile. Sieh, wie es glitzert und funkelt. Lass dieses Licht alle deine dunklen grauen Bereiche wie Angst, Liebe, Unfrieden, Unsicherheit, Wertlosigkeit, Überverantwortung. Die man dir einst auferlegt hat, wegwaschen. Lass dieses wunderbare Licht, diesen schweren grauen Umhang wegspülen. Wegwaschen. Spüre, wie dieses Licht dich immer mehr reinigt und du immer freier wirst.
wie dieses Licht dich immer mehr reinigt und du immer freier wirst. All das Graue in dir wird herausgespült. Spüre die Leichtigkeit, die sich in dir breit macht. Alle Schuldgefühle, Ängste lösen sich aus deinem Körper. Du fühlst dich vollkommen frei. Und jetzt möchte ich, dass du im Geist als erwachsene Person zu der kleinen Person hingehst. Gehe ganz vorsichtig zu dem Jungen oder Mädchen, das du einmal warst. Gehe auf Augenhöhe runter zu dem Kind und schau es dir an, wie zart und fein es doch aussieht, wie ein kleiner Sonnenschein, so wunderschön, so unschuldig. Und sage ihr oder ihm: Hallo, meine Kleine, mein Kleiner. Ich bin die Große, der Große. Ich bin du und du bist ich. Ich freue mich, dich hier gefunden zu haben. Lange habe ich dich gesucht. Danke, dass du dich mir zeigst. Wie reagiert das kleine Kind in dir? Wie ist sein Gesichtsausdruck dir gegenüber? Freut es sich, dich zu sehen, oder er nicht? Und sage weiter: Lange habe ich dich nicht beachtet, aber jetzt bin ich für dich da. Schau, wie es reagiert. Und wenn du möchtest, gehst du jetzt noch näher zu deinem inneren Kind und berührst es ganz sanft. Sage dem Kind: Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass die Zeit des Alleinseins jetzt vorbei ist.
ich bin jetzt immer für dich da. Ich lasse dich nie wieder allein. Und du darfst für immer bei mir sein. Und ich möchte dir sagen, du hast alles bisher sehr, sehr gut gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Wie fühlt sich das kleine Kind, wenn du es ihm so sagst? Kannst du ihm sagen, dass du es lieb hast? Öffne jetzt deine Arme und dein Herz für dieses Kind und führe es im Geist an deine Brust. Halte es fest an dein Herz. Wie geht es dem Kind dabei? Wie fühlt es sich an? Und sage ihr oder ihm, ich liebe dich so, wie du bist. Du bist so, wie du bist, vollkommen richtig. Du musst nichts verändern, um von mir geliebt zu werden. Du bist nicht geboren worden, um anderen den Erwartungen entsprechend zu gefallen. Du bist nicht geboren worden, um den Erwartungen anderer zu entsprechen. Du bist geboren worden, um frei zu sein, um dein eigenes Glück zu leben, auf deine ganz eigene Art und Weise. Ich bin so stolz auf dich. Du solltest immer stolz auf sie, ihm sein, denn sie, er hat immer ihr sein Bestes gegeben. Spüre, wie es dem kleinen Mädchen, Jungen jetzt geht. Dann löse für einen kurzen Moment die Umarmung und frage dein inneres Kind, was es jetzt braucht. Und du hörst ihm jetzt aufmerksam zu. Was braucht dein kleines Kind von dir? Und überprüfe,
ob du deinem Kind den Wunsch erfüllen kannst. Und dann möchte ich, dass du im Geist irgendwo in deiner Nähe eine Blume siehst. Kannst du sie sehen? Nimm diese Blume in deine Hand und schau sie an, wie schön sie ist. Ich bitte dich, die Blume mit Liebe, die du bist, zu füllen. Die Blume ist jetzt voll mit Liebe gefüllt. Und nun schenke sie deinem inneren kleinen Kind. Sage deinem inneren Kind, diese Blume ist nur für dich, weil du etwas ganz Besonderes bist. Du musst nichts Besonderes tun, um etwas Besonderes zu sein. Du musst nichts sagen, um jemand Besonderes zu sein. Und du musst auch niemanden gefallen, um etwas Besonderes zu sein. Du bist allein deshalb etwas Besonderes, weil Gott dich auf diese Welt brachte. Und du niemanden etwas beweisen musst. Ich liebe dich so, wie du bist. Und ich bin sehr stolz auf dich. Und heute lade ich dich ein, in mein Herz zu kommen. Ins Hier und Jetzt. Wo du für immer beschützt bist. Denn dort ist dein wahres Zuhause. Du brauchst nicht länger in der Vergangenheit mit all den Verletzungen, die dir widerfahren sind, zurückbleiben. Sieh, wie du deine Arme und dein Herz öffnest und das kleine Kind in dein Herz geht und dort Platz nimmt, es sich bequem macht, sich an dir anlehnt und sich mit dir verbindet. Spüre jetzt, wie sich der Kleine entspannt und sich geborgen bei dir fühlt. Gebe du als Erwachsene heute deinem Kind ein Versprechen. Ich lasse dich nie mehr allein. Du darfst für immer bei mir sein. Und ich werde ab jetzt immer für dich da sein. Du brauchst nie wieder
in die Vergangenheit zurückkehren. Alle anderen mögen kommen und gehen, aber du und ich, wir beide, bleiben jetzt für immer zusammen. Und ich werde dich ab jetzt immer lieben. Und ich werde dir nie wieder schreckliche Dinge sagen und dich abwerten. Dieses kleine Kind ist dein Glück, deine Freude, dein Spaß. Es ist die Liebe, die du bist. Es ist deine Seele. Sage deinem Kind, du bist jetzt frei und darfst Kind sein und brauchst keine Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen. Du darfst lachen, laut sein, Dummheiten machen und all die Dinge tun, die Kinder so machen. Du darfst das Kind sein, welches du immer sein wolltest. Du als Erwachsene erlaubst deinem Kind, dass es Kind sein darf. Nutze seine unbeschwerte Leichtigkeit und Kreativität, seine Verspieltheit, seine Freude. Erlaube dem Kind, Kind zu sein. Sage ihm, du darfst Kind sein. Und du als Erwachsene darfst alle Dinge tun, die Erwachsene so machen. Du bist der Beschützer für dein inneres Kind. Und du bist verantwortlich dafür, dass es glücklich sein darf. Erlaube deinem Kind, dass es glücklich sein darf. Es hat lange auf dich gewartet, dass du ihm diese Erlaubnis gibst. Du darfst glücklich sein. Du darfst lachen. Ist das Wertvollste in meinem Leben. Ich werde jetzt immer auf dich achten. Und nimm jetzt wahr, wie dieses kleine Kind in deinem Herzen sitzt und sich glücklich an dir anlehnt. Genieße diese Verbundenheit. Genieße das Zusammensein mit dem kleinen Mädchen, kleinen Jungen, welcher in dir ist und dass du eins warst. Denn dieses Mädchen, dieser Junge, lebt jetzt nach wie vor in dir und fühlt sich jetzt in der Liebe deines Herzens geborgen. Atme und fühle es. Und dann möchte ich,
dass du über dir ein goldenes Licht siehst. Und wenn du es nicht sehen kannst, dann sage dir im Geist: Es werde Licht. Und lasse dein Licht immer größer werden. Kannst du es sehen? Es ist das Licht der Liebe, welches euch beide jetzt verbindet. Ganz allmählich, ganz sanft, legt sich das Licht um euch. Es hüllt euch vollkommen ein. Sieh und spüre, wie dieses Licht durch euch beide hindurchgeht, jede Zelle deines, ihres und seines Körpers wird von diesem goldenen Licht erfasst. Spüre diese Geborgenheit und diese Liebe, die von diesem Licht ausgeht und euch beide jetzt verbindet. Und euch eins werden lässt. Du und das Kind in dir. Ihr seid jetzt eins. Und nichts kann euch mehr trennen. Und jetzt wird es Zeit, wieder zur Realität zurückzukehren. Atme wieder tiefer ein und aus. Mach tiefe Atemzüge und komm jetzt mit jedem Atemzug allmählich in die Realität zurück. Nimm deinen Körper bewusst wahr. Nimm deine Aura wahr. Und komme mit jedem Atemzug immer mehr im Hier und Jetzt an. Dann bewege langsam deine Finger, deine Hände, Arme. Wiege sanft deinen Körper hin und her. Strecke deine Beine aus. Und strecke deine Arme aus. Mach dich richtig schön lang. Mach noch die Bewegung, die dir wichtig ist. Und dann öffne langsam deine Augen und komme an.